herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich Teil 3 meiner Lidschattenpalettenvorstellung für euch. Also hier liegen wieder 20 schöne Paletten. Die werde ich dann hier drauf packen. Da passen nicht alle dahin, aber ich werde sie stapeln. 20 schöne Paletten, die vorgestellt werden wollen. Ja, ich hatte ja schon im ersten Video erwähnt, es kommen halt viele zu kurz, die gerade so klein sind und so, ne? Und wenn euch da eine Palette so anspricht, dass ihr gerne ein Schminki sehen wollt davon, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und ja, dann machen wir das so. Ich fange jetzt erstmal an und ich habe hier von Alterra die Winter Beauty Eyeshadow Palette, habe ich auch noch nicht ausprobiert, hatte ich im Trash-Paket war die drin und die habe ich mir dann rausgenommen. Weil die mir einfach von den Farben her sehr gefallen hat. Ich mag ja so grün und ich mag blau und ich habe mir ja immer vorgenommen, immer so drei Farben zu swatchen und das machen wir jetzt einfach mal. Hier so eine schöne helle Farbe, dann das Grün und hier etwas dunkel. Und da habe ich hier ja eigentlich schon bei den drei Farben einen wunderschönen Look, den man sich zaubern kann. Oh, oh, gucke da. Ei, gucke da, ne? Und gucke mal da. Der ist ja wohl mal der Knaller. Ich hole euch gleich mal näher ran, dann könnt ihr das besser sehen. Dann muss ich nicht immer so, guck mal da. So ist das, glaube ich, besser. Die finde ich schon mal gut. Aber Naturkosmetik ist immer nicht so einfach zu handhaben. Ja, mal schauen, ne? Mal schauen. Muss ich dann mal hier ausprobieren. Ich bin ja hier im Sammelwahn verfallen und muss dann natürlich auch mal meine Paletten testen, die ich alle so habe. Ob die überhaupt taugen oder nicht. So, hier, die hat mir schon mal, also die drei Farben von der Alterra Naturkosmetik Winter Beauty haben mir schon mal sehr gefallen. Ist nicht die einzige. Ich habe hier nämlich noch eine. Glanzstücke heißt die. Habe ich, glaube ich, war glaube ich auch ein Trash-Paket. Ich weiß es nicht. War die im Trash? Nein, die habe ich mir selber gekauft. Da sehe ich nämlich noch diesen roten Nipsi hier. Die hatten sie mal runtergesehen. Haben die, glaube ich, selber gekauft. Also ich nehme mal hier 1, 2, 3. Ich finde die Farben nämlich richtig, richtig schön. Und weil sie, glaube ich, runtergesetzt war. Oh, das ist ein schönes, zartes Rosé. Na, ein bisschen sehr krümelig. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Muss ich dann testen, ob die funktioniert. Alterra Glanzstücke. Manchmal bin ich selber überrascht, was sich so bei mir noch befindet in der Sammlung. Ja. So. Dann habe ich als nächstes Trended Up Palette, genau, die Rocky Rose Eyeshadow Palette, habe ich schon mal getestet, fand sie gar nicht mal schlecht. Und ja, das sind diese 8 Farben, sehr nude, dich angehaucht, altrosa, noch mehr rosa und ein ganz dunkles Braun. Trended Up ist immer schwierig, finde ich. Na, also da ist immer sehr, 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 hui. Guck, da hast du da oben diese Farbe, ne? Das ist so altrosa, im Pfännchen super schön, auf den Handrücken siehst du fast gar nichts. Deswegen, ich hatte die Farbe nicht benutzt, weil ich glaube, die würdest du auch nicht auf dem Auge sehen. Naja, wo ist das nun mal, ne? Aber ich habe die ich benutzt habe, fand ich schön, deswegen ist die jetzt auch in der Sammlung geblieben. Sonst wäre sie wahrscheinlich ausgezogen, wenn ich die erste gewesen. So, weiter geht's. Da habe ich hier jetzt so ein... Jetzt kommen wir hier nur zur Revolution. Liegt hier bei mir. Und da habe ich die Jade von Bratz. Wie heißt das? Bratz oder Bratz? Bratz wahrscheinlich, ne? Nicht Bratze. Ja. Das war so eine Special Edition. Was ist eine Special Edition? Gibt es, glaube ich, immer noch. Und die hatte ich mal bei... Ich glaube, in irgendeiner Mystery-Tüte drin. Da habe ich mir einen Ast gefreut, dass so eine Palette da drin ist. Und ja, guckt euch dieses Schätzchen an. Total
Geil. Ne? Noch nicht? Ich habe es noch nicht getestet. Wir testen jetzt hier. Like my outfit. Guckt euch dieses Grün an. Mein Gott, ich gehe kaputt. Aua, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich gehe kaputt. Dann haben wir hier Looking Good. Looking Good. Und, ach, das ist, puh. Und hier Self-Expression. Das sind drei Farben aus der Palette. Da habe ich eigentlich immer schon mal mit geliebäugelt. Und wenn du dann das natürlich so quasi im, da im Paket kriegst, ist natürlich geil, ne? Ja. Metallisch lässt dir grüßen. Boah. Gefällt mir. Mir gefällt auch die Palette von der Aufmachung her. Von der Form. Das ist mal was ganz anderes. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich da super gefreut, als die da drin war. Ja? Einfach von der Aufmachung her ist es Bombe. Ich kenne die Serie nicht, tut mir leid. The Girls with a Passion for Fashion. Ich weiß es nicht. Aber auch von innen haben sie natürlich die richtige gegriffen, weil echt tolle Farben für mich dabei sind. Ich finde die geil. Ich finde die geil und bin froh, dass du da halt drin bist. Bleib mal mit den Ohrringen hängen. So, nächste Revolution Palette. Das ist die Intensely Pigmented Foil Shadow Palette. Voll Frenzy Fusion. Mir ist jetzt mal aufgefallen, ich glaube, ich habe mir hier mehr Lila als da auf dem Auge. Egal. Also, das ist diese hier. Das ist mal so was von nur Blingelingeling, Kling Kling. Ja. Das ist uff. Das ist uff. Ah? Das ist uff. Keine Namen. Wir nennen hier keine Namen. Oh, ich nenne hier nie Namen auf meinem Kanal. Aber so oft ist das ja halt so, wer den Schuh passt, der zieht ihn sich an. Guck mal da. Ja, das haben wir im wirklichen Leben. Das haben wir hier bei YouTube. Das ist einfach so. Aber ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Das ist ja wohl mal geil. Hammer, hammer geile Palette. Obwohl ich auch ehrlich gesagt matte Töne habe lieben gelernt, bin ich aber doch so ein Glitzertante, ne? Ja, mein Gott, meine Hände glitzern hier wieder. Ja, ist schon schön. Es ist schön. Ich mag Revolution. Ich liebe Revolution und das wird sich auch nicht ändern. Nächste Revolution Palette ist diese hier. Habe ich, glaube ich, schon mal ein Schminke mitgemacht. Forever Dynamic ist das. Mesmerized. Diese kleinen Schätzchen sind echt schön, aber oft nicht leicht, weil immer haben wir hier so einen Glitzerton drin, der eigentlich nur so ein Topper ist oder den man wirklich kleben sollte, weil es ist halt nicht einfach, die drauf zu kriegen auf ein Auge. Aber wir sind ja stets bemüht und ich habe mir die wirklich dann mit meinem Klebi dann so drauf gemacht. Ja, das Lila könnte fleckig werden in der Mitte. Das habe ich, glaube ich, auch gar nicht gebraucht gehabt. Aber so die anderen beiden sind schön. Hier kannst du einen richtig schönen, zarten Flieder-Look mitschminken. Einfach mit ein bisschen Glitzer vorne. Fertig hat man schon einen tollen Look. Und ja, mag ich. Mag ich, mag ich, mag ich. Und jetzt habe ich auch wieder welche dabei, die, glaube ich, mit meinen ersten Revolution-Paletten waren. Ich muss hier mal eben zwischendurch mal Müll entsorgen. Meine ersten waren, und das ist einmal die I Love Revolution Angel Heart Palette. Das ist jetzt natürlich sehr rotlastig, ne? Das muss man mögen. Ist nicht einfach. 1, 2, 3. Ne? Also mit Rot sieht man schnell krank aus oder wie ein Junkie, der auf Turkey ist. Und das muss man echt gucken, wie man das so schminkt. Ne? Ich habe auch schon Looks gehabt, die ich mir geschminkt habe selber, wo ich denke, ach du Heide, nein, jetzt kannst du aber damit, kannst du aber weglaufen. Ne? Hat mir auch nicht gefallen. Aber
Ich zeige das Video trotzdem, auch wenn es dann mal in die Fritten gegangen ist, weil nicht jeder Tag ist hier super klasse. Man hat dann auch Tage, wo überhaupt nichts funktioniert. Und ja, das ist nun mal so. Ne? Keiner ist perfekt. Keiner. Und jeder hat Fehler und jeder macht auch Fehler. Und ja. Und das ist diese tolle Angel Heart Palette. Und man sollte dann aber auch dazu stehen, wenn man Fehler gemacht hat. Habe ich auch schon zugestanden, schon öfters. Entschuldigt, tralalalala. Und noch eingestanden, Mensch, war kacke, was ich gemacht habe. Muss man aber auch mal, ne, sich zusammenreißen, eine schöne Hose haben und sagen, das war nichts, was ich da gemacht habe, da tut mir leid. Habe ich auch schon gemacht, auch schon mal bei meinem ehemaligen Chef. Erst habe ich es nicht eingesehen, aber dann habe ich es eingesehen und ich habe mich entschuldigt und dann war die Sache auch aus der Welt. Ja. Und ich glaube, so eine Größe sollte man immer haben, sich entschuldigen, wenn man weiß, man hat einen Fehler gemacht oder irgendwas sich blöd benommen oder irgendwie sowas. Ja, es ist ja so, ne? Und da sollte man immer dann gucken, weil bei dem anderen eine Entschuldigung ist echt viel wert, ne? Ja. Also, ich komme ja aber auch von Höchstchen auf Stöckchen, ne? I Love Revolution Unicorns Part Palette. Ich weiß auch nicht. Warum komme ich auf... Ich komme auf Themen hier, ey. Keine Ahnung. So, das ist auch so ein... Eine Palette. Ja, ich weiß nicht, wenn man so ins Labern kommt, so allein hier vor der Kamera, ne? Da kommt man wirklich von Höchstchen auf Stöckchen und... Ja. Das ist ja einfach so. Wir haben ja jeder schon mal... irgendwie solche Situationen erlebt, wo man dann auch mal über seinen eigenen Schatten springen sollte. Oh, das ist ja mein geiles Pink. Und dann halt das machen sollte, ne? Guckt euch das mal an. Oh, geil. Sehr geil. Wow. Das ist aber, die habe ich jetzt schon länger nicht gehabt. Ich glaube, da habe ich schon mal Schminke mitgemacht, aber das ist schon mal länger her. Muss ich nur noch mal rausgraben hier. Ah, jetzt haben wir, kriegen wir gleich eine. Ich muss mal hier noch mal ein Tuch rausholen. Boah, ich glänze hier. Wow. Ja, also I Love Revolution Angel, nee, Unicorn Heart, ne? Ja, das ist schon schön. Es ist schön. Und jetzt kommen wir zu einer, die habe ich erst vor kurzem benutzt bei unserer Challenge-Diensttage. Die Stay Sassy. Ich fände sie klasse, ne? Du hast da so eine Auswahl. Also wer da nichts findet, der ist selber schuld. Ich finde die toll. Und wir nehmen jetzt hier Ah, Sacre Bleu. Ne? Auch mal eine Farbe, die ich noch nicht benutzt habe voriges Mal. Allez Cat. Und Swinging Cat. Yay. Ja gut, ich musste diese Palette als Katzenmama musste ich diese Palette einfach auch haben, weil ne, wenn man so die kleinen Abdrücke sieht von der Purche und die Schnecke und der Mauschi. Ja. Und ich liebe meine Katzen unheimlich. Obwohl ich gar keine Katzenliebhaberin bin. Ja, ich bin nicht mit Katzen aufgewachsen, sondern mit Hunden. Ja, wir hatten immer Dackel. Wir hatten Amor. Oh, das war ein Langhaar-Dackel, Leute. Das war ein schönes Tier. Das war mein Hund. Den habe ich geschenkt gekriegt von meiner Patentante. Kriege ich das noch auf der Reihe? Ich glaube ja. Amor von der Heinrichsburg. Haben eure Tiere auch ein von im Namen? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn mich interessiert. Echt, ey. Amor von der Heinrichsburg. Ja. Das war ein, also es gibt ja Langhaardackel, die sind irgendwie hässlich von der Schnauze her, ne? Aber das war so ein schönes Tier, Leute. So ein schönes Tier. Ist unglaublich. Ja, die nächste Revolution Palette. Auch wieder Glitzy Glitzy. Possessed Glitter Palette. Und dann hatten wir noch einen Kurzhaardackel, aber da war ich schon ausgezogen. Oder nein, ist gar nicht. Doch. Als ich David kennengelernt habe, hatten wir noch Amor, genau. Der hat ihn gebissen. Oh, ja, ich hatte ja nie einen Freund, ne? Also, ne? Der hat ihn gebissen, als er bei uns das erste Mal war. Aber dann waren sie Big Friends damals, ja. Aber das war auch ein schönes Tier. Und kurz, oh nee, das ist aber nicht schön hier, das Grün. Das ist nur ein Topper. Ja, dann hatten wir, genau, Kurzhaardackel. Der Nico, ich habe den damals, oh, das ist aber auch nur ein Topper.
Okay. Also die beiden, ne? Glitzer, Glatter, Glimmer, Klacker, Dudelidei, das sind nur Topper. Die muss man auf jeden Fall ein Klebi drunter machen. Sonst funktioniert das nicht. Die habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert, die Palette. Ja, wie gesagt, kurzer Dackel. Ich habe den Namen ausgesucht, Nico, weil ich damals so ein großer GZSZ-Fan war. Und kanntet oder kennt ihr noch den Nico, der damals da war? Ja, den fand ich so toll. Mit dem Zopf hinten, ne? Das ist aber auch schon 3 Millionen Jahre her, wo der dabei war. Und deswegen hieß der dann Nico. Ja. Und ich bin dann halt mit Hunden aufgewachsen. Und dann kam David irgendwann mal mit einer Katze. Die Petra Revolution Petra Palette. Habe ich auch schon Schminki mitgemacht mit Tanja zusammen. Auch wunderschöne Palette, ne? Wunderschöne Palette. Ich mag das, wenn die so groß sind. Ach komm, wenn du mir Andy Pop, Double Tap mit dem Herz und It Girl. Ja, und dann kam der damals halt mit einer Katze nach Hause. Schatz, kommst du mal ins Auto? Ich hab dir was mitgebracht. Alter, ist das denn für ein Silber? Wow. Ich hab dir was mitgebracht von einer Kundin, wo er war. Und dann saß da eine ganz kleine schwarze Katze im Körbchen, guckte mich mit ihren Augen an. Da war es um mich geschehen. So, Petra Palette von Revolution. Finde ich geil. Finde ich echt geil. Ich verlinke euch die ja alle unten auch in der Infobox, wo ihr die noch herbekommt, ob die irgendwo noch herbekommt und für welchen Preis. Ja, und dann hat sie sich halt, ja, in mein Herz geschlichen. Aber, also es war eine schwarze Katze und ein Biststück vor dem Herrn. Ein Biststück vor dem Herrn. Mein Gott. Die war immer auf Krawall, ne? Also die durftest du nicht so streicheln wie unsere anderen jetzt hier. Revolution Creative Volume 1. 24 Farben. Auch noch nicht benutzt. Das sind so ganz kleine Fännchen. Aber halt von den Farben sprechen die mich halt wieder sehr, sehr an. Inspirite. Kreativ. Oh, die sind aber schön weich, ne? Und, ach komm, wir nehmen mal Magic Trick. Ein schönes, dunkles Blau. Ja, und dann wurde sie halt ja, einige Jährchen alt. Sie wurde aber dann so krank, sie hatte Gebärmutterkrebs. Ich habe sie halt leider nicht sterilisieren lassen. Sie war dann halt so oft rollig, dass ich dann ja, das gebildet hat. Sie wurde zwar daran operiert, hat die erste OP auch gut überstanden, aber dafür war ihr Körper halt schon zu alt und die zweite nicht. Leider, also das, was mir das Herz gebrochen hat, sie ist alleine gestorben, weil dieser blöde Arzt mir nicht vorher Bescheid gesagt hat. Ich habe gesagt, merken Sie, es geht, ich brauchte einfach nur um die Ecke gehen, ne? Der war, er ist bei uns hier im Dorf. Und dann sagt man doch mal Bescheid, Mensch, verdammt nochmal. Man sieht doch, wenn eine Katze im Sterben liegt. Ne? Also die Revolution Make-up Creative Volume 1 Palette. Ich finde sie geil. Ich finde sie mega geil. Muss ich aber noch ausprobieren. Wie gesagt, wenn ihr eine Palette gerne sehen wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ich freue mich dann natürlich auf ein Schminki. Und ich... So. Und ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Und hier ist der Teaser im Tank. Die Fierce Wild Animal Palette. Ja, von Revolution. Hey, die sieht so geil aus, ne? Auch noch nicht gebraucht. Jungfräulich quasi. Sehr schön. Gefällt mir. Schöne große Fändchen. Ach, herrlich. Und dieses Muster da drin, ne? Ja, das ist schon schön. Ja, und dann war ich halt so geknickt und sowas alle mit den Katzen, mit der Katze. Und da hat David gesagt, das kann ich mir nicht mit angucken. Du guckst jetzt im Internet und ja. Ich war nur am Weinen, tagelang. Jeden Tag, oh Gott, mein Gott. Wow, guckt euch das an. Geile Farben auch, ne? Ja, jeden Tag bitterlich am Weinen. Ich gesagt, das kann ich nicht mehr mit ansehen, wie schlecht es dir geht. Wir ziehen jetzt los. Aber wir holen keine einzelne Katze. Unsere war ja eine Einzelkatze, wir holen zwei. Ja, das habe ich nämlich auch sofort gesagt. Zwei Stück, nicht mehr eine alleine. Und dann haben wir wirklich durch diese Tierrettung, ich habe gesagt, Mensch, ich möchte, ja, kleine Katzen sind süß, sind wir mal alle ehrlich, ne? Welpen und sowas, das ist alles so, wie so kleine Mutschilein. Alles so toll und so süß. Und, aber man sollte den
den alten Katzen, Hunden, Tieren, wie auch immer, auch eine Chance geben. Und ja, da sind wir dann zu der Tierrettung. Die holen Straßenkatzen aus Russland hierher. Geile Palette, ne? Und ja, da habe ich mich in zwei verliebt. Die sind dann hier eingezogen, der Schnecke und der Mousy. Und der Revolution Pro Regeneration Legendary Palette. Ja, und dann kam auch irgendwann nochmal der Bursche dazu. Der Putzeleini. Ja, das ist eine schöne Palette auch, ne? Eine dunkle Palette. Ja, und dann sind wir jetzt glücklich und zufrieden. Es sei denn, es kommt dann irgendwas. Oh, mit Tierarzt und so. Ja, naja, muss ja auch. Es muss alles gemacht werden. Auch die haben mal Zahnschmerzen und so, ne? Ja. Das sind auch schön, drei schöne Farben, ne? Hm? Hallo. Mann, ich habe so viele schöne Paletten. Und ich kann nicht mehr arbeiten gehen, ich muss nur noch Schminkis machen. Nee, aber wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, kann ich mir auch keine Lidschattenpaletten mehr kaufen. Nein. Schön, ne? Also ist auch eine schöne Palette und ich kann da immer nicht. Oh, ich sollte es mal sein lassen, aber ich kann nicht. So, da haben wir die nächste. Das ist die Chilled with Cannabis Sativa Seed Öl Palette. Und ich liebe diese bunten Paletten, ne? Und das ist jetzt so eine grüne. Ja, schön. Leaf nehmen wir jetzt mal hier. Dann nehmen wir Candyland. Und Exhale. Ich liebe Grün. Mit Grün kannst du so schöne Looks schminken. Ich bin so echt so grün, blau. Das sind so meine Favoriten beim Schminki-Schminki. Ich habe ja heute auch wieder blau auf dem Auge und lila. Der letzte Versuch. Ja. Schön. Und das ist nämlich auch eine Revolution-Palette, die ich im Auge habe. Revolution Love. Ja, die ist schön. Ne? Ich mag das auch, weil das ist stabil. Die gehen nicht so schnell in die Fritten, wenn sie mal runterfallen. So, wieder was Buntes. Die Forever Flawless Birds of Paradise Palette. Habe ich auch schon ein Schminki mitgemacht. Das war, glaube ich, ein Challenge-Dienstag. Und ja, das schreit mein Name, ne? Oh, hallo Steffi. Ich will bei dir einziehen. Wir nehmen jetzt hier Adventure, Token Play und Jungle. Ah, das sind matte Farben, alle drei. Wunderbar. Bisschen krümelig. Gut, ich bin jetzt großzügig da reingegangen, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine Palette. Die musste ich einfach haben. Da konnte ich ja gar nicht dran vorbeigehen. Das geht ja nicht. Bei solchen Farben. Hallo? Hallo, hallo, hallo. So, wir haben jetzt noch vier Stück. Dann sind wir schon wieder durch hier. Dann haben wir Teil 3 schon fertig. Und ja, diese tolle Revolution Palette. Zeig's euch nochmal von innen. Muss man doch einfach lieben, ne? Dieses bunte Schätzchen mit 18 Farben. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall noch bestimmt 1, 2, 3 bis 4 Videos. Bestimmt noch für meine Sammlung. Jo. Ich will euch ja auch mal die einzelnen, die ich habe, noch vorstellen. Und jetzt geht es erstmal weiter hier mit der Friends Revolution Palette. Ja, da habe ich, glaube ich, da hatte ich schon einen Schminki Sonntags, das weiß ich. Ja, das ist auch. Ich mag es einfach bunt. Ich mag es bunt. Game of Cups. Jetzt sind wir mal so eine helle Farbe. Dann hier das Gelb Bracelet und Porsche. Ach, da habe ich gar nichts drauf. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Farbe hin? Die war auf einem anderen Finger. So, das sind jetzt mal nur helle Farben. Kann man auch einen schönen Look mit schminken, ne? Einfach mal so helle Farben, wenn man nicht auf dunkle steht. Ja, warum nicht? Warum nicht? Geht doch auch mal. Ich brauche einen neuen Lappen. Ein neues Tuch. Nur noch eins. So, noch drei.
Und ihr kennt ja bestimmt halt die Serie Friends, ne? Davon ist die. Und da gibt es auch von Revolution noch mehr von Friends. Ja. Man hat immer so einen schönen großen Spiegel dabei, ne? Jo. Herrlich, 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 herrlich. So, dann habe ich die Forever Flawless Flamboyance Palette. Das ist einmal die mit den Flamingos und mein Akku blinkt. Das heißt, ich muss mal eben wechseln gehen. Machen wir aber erstmal die drei hier. Eins, zwei, A Glow, Ibis und Hü. Hü, Horten hört ein Hü. Horten hört ein Hü. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Friendly, komm vorbei. Ja, wunderschön auch wieder. Hm. Tolle Palette auch. So, zeige ich euch mal eben noch, damit wir hier die, den Akku wechseln können. Revolution Flawless Flamboyance. So ist sie innen drin. Geht dann wirklich so ins, ja, rosa, in die rosa Richtung. Und dann bin ich gleich wieder da mit den letzten beiden Paletten. So, da bin ich wieder. Gut, das waren damals zwei Akkus mitgenommen. So, da habe ich jetzt noch die Pandemonium Pigment Palette. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, war ich ein Verpackungsopfer, aber nicht wegen außen, sondern wegen innen. Weil mir die, total bescheuert, ne? Aber weil mir die Anordnung der Fändchen so gefallen hat. Ja, so einfach kriegt man mich, ne? Ja, wir haben hier Dissolby. Outspoken und Competition. Ja, also die haben mich irgendwie, weil nur weil die Anordnung da mal rautenförmig war, hat die mich angesprochen. Ist ja auch krank, aber gut. Eins, zwei, drei. Und ja, das sind die drei Farben. Und ich habe gerade nochmal nachgezählt, wo ich die Pause gemacht habe. Das wären mindestens bestimmt noch vier oder fünf Videos. Ja. Weil die Reihe hier oben alleine schon noch 20 sind. Ach ja, Kinder, Kinder, Kinder. Also, ich habe noch genug zu zeigen. Na, und genug Wünsche, die ich euch erfüllen kann, wegen Schminkies. So, kommen wir zur letzten Palette hier heute. Und das ist die Revolution Make-up Revolution London Ultra Eyeshadows 32 Ultra Professional Eyeshadows. Ja, Mermaids Forever heißt die. Gitter. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie die aussehen. Oh ja, genau. Das waren auch kleine Fändchen. Und die ist so. Also quasi so jede Farbsparte ist da mal vorhanden. Grün, blau, grau, braun, lila, gelb, hell. Ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal so eins, zwei, drei. Sind natürlich sehr kleine Fändchen. Was ist denn hier? Kleine rote Fändchen. Ach, kleine rote, kleine runde Fändchen. Besonders so rot natürlich. Das ist aber wirklich ein zartes Rosa und auch ein zartes Lila. Oh, das sind zarte Farben, ne? Ich bin jetzt aber auch gut reingegangen mit dem Finger. Aber trotzdem ein zartes Pflänzchen. Ja, aber gefällt mir. Gefällt mir, bin ich gespannt, auch mal da ein Schminkchen rauszumachen. Von außen ist sie unspektakulär, ne? Da ist sie wirklich unspektakulär. Aber von innen, ja, ist sie solide. Jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, so eine Farbe habe ich noch nie gesehen. Aber so, also mir gefällt sie, sonst hätte ich sie mir ja auch nicht bestellt. So, das war's. Puh. Meine Hand sieht wieder aus hier. Das war's. Die nächsten 20 Lidschattenpaletten aus meiner Sammlung. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Bisschen Spaß gemacht. Ich habe ja hier mir bla 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 bla, was mir so in den Sinn kommt, einfach mal dazu erzählen. Ne? Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Video. Und sage dann mal, gehabt euch wohl. Und bis demnächst. Tschüss.